Hey und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute spiele ich mal zusammen mit Roblox Victor den Bubblegum Tower Defense. Und das ist wirklich ein sehr, sehr guter Tower Defense. Falls das Video beginnt, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Das wäre nice. Jo. Willkommen bei Bubblegum Tower Defense. Benutze Haustiere, um Blasen zu platzen und zu verhindern. Das Spiel sieht aber sehr nett aus, ne? Ja. Irgendwie erinnert mich dieser rechte Slider irgendwie an Bloons Tower Defense, ne? Generell das Spiel erinnert mich ein bisschen. Das ist doch ein Level aus Bloons Tower Defense. Oder? Nein, nicht ganz. Aber? Doch. Das ist ein Level aus Bloons Tower Defense 1 oder 2. Okay, das kann sein. Ich kann mich daran noch erinnern. Ich weiß es nicht. Egal, ich packe erstmal hier mein Hündchen Hündchen hin. Okay, Hündchen, schieß. Was macht Hündchen? Ach, die sind da hinten. Ups, oder? Ups, oh mein Gott, das Hündchen wirft einen Knochen. Aber man... Ja, doch, man sieht sogar. Oh mein Gott, es wirft einen Knochen. Dann passiere ich hier mein Hündchen. Ich dachte, da kommt ihr da hinten. Ich habe nicht richtig aufgepasst. Sehr wild. Aber es gibt doch drei verschiedene Sachen zum Aufleveln. Wie bei... Bei BTT 5, ja. Wie bei Bloons Tower Defense 6 oder 5, ja. So, automatisch starten an, oder? Ich hab Stealth gemacht. Stealth? Ach so, automatisch starten. Ja. Ich bin lost, ja. Stealth, meine ich. Ja, ja. Dass er Camos sehen kann. Ja, habe ich das auch? Ich weiß es nicht. Ich habe irgendwas gemacht. Nice. Ich habe scharfe Knochen gemacht. Also, das ist echt ein guter... Ey, das ist voll nice. Tower Defense. Das ist wie Bloons. Ja. Einfach der Bubblegum Tower Defense Simulator. So, automatisch starten. Ermöglichen. So. Was soll man machen? Schnelle Schüsse oder scharfe? Hast du, doppelte Geschwindigkeit an oder nicht? Nein. Oder ich bin Stufe 2 aber jetzt. Warte, ich auch. Warte, verändert sich die Geschwindigkeit gerade bei dir von den Dingern? Muss ja, oder? Ja. Okay, weil ich schneller mache. Okay. Nice. Gut. Sehr interessant. Ja. Ziemlich interessant, ich weiß. Was ist das Kamerading? Oh mein Gott, ich kann nicht mehr von oben sehen. Echt? Wo? Ja, auf der Kamera. Ja, da, Kamera. Ja. Das ist jetzt wirklich wie Blut. Ab dem Punkt ist es einfach nur noch Bloons. Geil. Oh, das siehst du gar nicht Skillpfade und alles. Es ist voll nice. Wenn du dann von oben auf die Pets gehst und upgrades, dann siehst du sogar die Pfade und alles. Das ist eins zu eins das gleiche. Real Talk. Und darauf jetzt erstmal mein Hündchen auf einen dreifachen Schuss ausbilden. Ich kann keinen dreifachen Schuss machen. Ich hab's auf die falsche gemacht. Jetzt kommt erstmal jeden Tag ein Bubblegum Tower Defense Video. Ja, leider. Sonst will ich machen Laser Vision oder dreifacher Schuss. Bei Laser Vision gibt es zwei Laserstrahle, aber mit dreifachen Schuss habe ich halt drei Schüsse. Aber dafür habe ich keine Laserstrahle. Ich würde aber dann kann ich mehrere machen. Ziele durchbohren, Fuchs. Mehrere Ziele durchbohren. Das ist doch geil. Das will man doch haben. Ich glaube, ich mache mehrere Ziele durchbohren. Ey, Level 4. Jetzt könnten wir uns im Prinzip so eine Katze kaufen. So eine Frostkitty, aber die ist kacke, weil die ist Frost. Wir haben nichts, damit wir Frost durchgehen können. Ja. Deswegen, Frost ist kacke. So, mein nächster Upgrade, für den ich Level 6 sein muss, könnte ich mir im Prinzip Quad Laser kaufen. Oh mein Gott. Was ist, hast du das Dein so gelevelt? Okay, cringe. Ja, ich habe einfach so ein Video. Ich mal den hier. Was machst du, Frost? Du, okay, die verlangsamt die. Ja, ja. Ah, dann ist das gut. Weil wenn es dieses Bloons verlangsamt gewesen wäre, so Frost gewesen wäre, dann wäre es nicht so geil gewesen. Ich weiß nicht, ich pack mal eine direkt hier hin. Gibt sicher das auch. Ja. Erhöhung der Reichweite. Nee, ich will... Ihre Geschwindigkeit. Nein, ich will, dass sie direkt eine Schicht von Bloons platzen lässt. Das habe ich auch. So, okay, und jetzt freezen die komplett. Ah, das sind Tarnbloons, da kann die nicht drauf. Nein. No, ist nicht so wahr. Geil. Ich habe jetzt weitere Dinger bekommen hier. Okay, Eiszapfwechsel. Wenn eine gefrorene Blase platzt, besteht die... wenn eine gefrorene Blase platzt, dann noch mehr Kills. Sehr nice. Hm. Wirft jetzt Schneebälle. Was? Okay, Bruder. Was macht deine denn? Ich kann entweder Pops More Layers machen oder Schneeball. Digga, was ist das denn für ein geiles Spiel? Das ist voll geil. Einfach das beste Spiel in Roblox gefunden. Der beste Tower Defense in Roblox. Das ist wirklich der beste Tower Defense, den ich jemals gespielt habe. Ich habe nicht viele gespielt, aber das ist der beste. Ja, wenn ich so ein Tower Defense sehe, da habe ich Bock auf Tower Defense Spiele in Roblox. Ja. Da sieht man, dass Tower Defense Spiele nicht schlecht sein müssen. Ja, trotzdem sind die es. So traurig. Mega Bubble kommt in dieser Runde. Nein! Dann muss ich wohl Schüsse machen. Komm schon, gib mir Geld. Dies Geld. Mega Bubble ist zu stark. Nein! Ich könnte das ist aber echt eine gute Idee, muss man zugeben. Oh mein Gott. Das ist echt eine gute Idee. Ich will mehr. Ja, es ist schon Sieg. Nur 30 Runden. Nur 30 Runden haben wir gespielt. Ich will mehr. Freeplay. Das ist voll geil. Nee, kein Freeplay. Wir machen verlassen. Oh Mann. Ich habe Trophäen. Okay, ich kann sammeln. Und ich kann nochmal sammeln. Ich hab die Sache. Okay, umgekehrten Track. Was? Sollen wir umgekehrten Track spielen? Wir spielen jetzt umgekehrter Track. Machen wir. So, jetzt erstellen. Join mir. Ich bin dabei. So. Jetzt ist es so, wie ich gedacht hätte, dass es wäre. Gut. So, wir wollen die natürlich hier in der Mitte platzieren. Das Ding ist jetzt, an sich eine sehr, sehr schlau. Ja, wir wollen die in der Mitte platzieren, damit die so viele treffen wie möglich. Nee, will ich nicht. Okay, dann halt nicht. Okay. Das Ding ist halt, das Schlaue an diesem Spiel ist, dass es halt einfach Bubblegum-Simulator Pets sind. Alle Assets sind aus Bubblegum-Simulator, außer vielleicht die Texturen der Map und so weiter. Aber die Pets an sich sind vom Bubblegum-Simulator. Das heißt, sie konnten sich einfach so viel sparen. Wie geil wäre das, wenn es ein Pet-Simulator X geben würde? Tower Defense geben würde. Wie geil wäre das? Das wäre Real Talk nice. Oh mein Gott, neue Geschäftsidee für Preston. Ja. Wir sollten zusammen mit Preston. Ich spiele, der wird schon gepublished. Ja. Junge, so eine gute Idee. Darauf erstmal schärfer Knochen. Preston schneidet gerade den Trailer. Preston schneidet gerade den Trailer für sein Video. Für sein neues Spiel. Er polisht das gerade nur noch. Ist wirklich aber eine gute Idee, ne? Ja, weil die spielen natürlich auch durchgehend 3000, 4000 Spieler, ne? Es wird auch anscheinend gemocht. Ich weiß zwar nicht, wann das rauskam, aber ich habe davon nie gehört, deswegen glaube ich nicht, dass es so lange schon draußen
draußen ist. Das ist seit März draußen dieses Jahr. Also es geht. Ja. Muss ja nicht unbedingt sein. Pet Matrix steht auch, dass es irgendwie seit 2 Millionen Jahren draußen ist, obwohl es ja, ja. auf dem Monat rauskam. Deswegen muss nicht unbedingt sein. Muss ich sein, aber ja. Ich gehe einfach okay, mal davon aus. Ich habe den Bombenbär jetzt. Ich habe brüchige Knochen. Melissa, hast du gerade eine Bombe gegeben? Melissa! Okay, größerer Blast oder starker Arm? Ich will natürlich den starken Arm haben. Ja, oh mein Gott. Warum hat er so... Schau dir seine Pistole an. Er hat einfach so ein Dynamit-Ding in seiner Pistole. Bruder. Oh, ich dachte, das wäre ein Revolver, aber das wirkt so ein Dynamit, was da rumschießt. Das ist ja aber voll geil. Junge. Okay, doppelter Schutz oder Granatenwerfer? Granatenwerfer. Schießt aus größerer Reichweite. Ich glaube, ich hole mir den Granatenwerfer. Safe, Granatenwerfer. Oh, wir haben jetzt eine Spinne bekommen. Oh mein Gott. Ja, Spinneturm. Spinneturm. Platzier klebrige Netze auf der Strecke. Das Spiel kam erst gestern raus. Was? Oder heute. Gestern oder heute kam es raus. Okay. Ja, dann. Wir sind ja voll die frühen Würmer. Ja, voll die frühen Würmer sind wir. Ja. Oh mein Gott, das ist so ein gutes Spiel. Digga, schau dir den Granatenwerfer an. Schau dir das an. Das ist wirklich eine Granate ja, einfach drin. Das ist einfach eine Granate. Das ist voll drin. Geil. Oh mein Gott. Oh mein Gott, gut. Ich liebe das Spiel, Mann. Ich liebe das Spiel, Mann. Oh mein Gott, es ist so wunderbar. Es sieht auch schick aus. Es ist einfach, es ist gut. Es ist ein fantastisches Spiel. Man kann nichts dagegen sagen. Ja, okay, ich habe jetzt eine Spinne. Oh, okay. Ja. Schau, was sie macht. Ich sehe. Das ist einfach die Minecraft-Spinne. Ja. Das ist eins zu eins eine Minecraft-Spinne. Okay, ich glaube, ich will schnelle Produktion haben. Hm? Wenn ich jetzt Spiky-Netze oder wenn ich vielleicht einen Web-Launcher, weil wenn ich Web-Launcher mache, kann so ein Web mehr Blut gleichzeitig tragen, also kann mehr aushalten. Aber mit Spiky-Netze mache ich mehr Schaden. Ich würde Spiky nehmen. Okay, dann nehme ich Spiky. Ätzende Netze. Netze lassen 4 Schichten Platz und können befestigt. Was? 4 Schichten? Okay, wie teuer ist Fubbles. Das dann? Die können befestigte Fubbles platzen lassen. Okay, gut. Befestigte Fubbles. Befestigte Fubbles, ja. Befestigte Fubbles. Darauf erstmal ein Dämonen-Doggy. Oh mein Gott, Stufe hoch. Darauf erstmal ein Fubble. Ich habe einen Raketenwerfer. Und der nächste kostet das nächste Level ist giftige Spinne. Okay. Erzeugt jedes Mal, wenn ein Netz hergestellt wird, ein kleines Giftaura um die Spinne herum. Ui. Oh yeah. Das ist ja aber voll gut. Hä? Das ist ja aber voll gut. Oh mein Gott, der erste Moor. Hatten wir den davor auch schon? Nein. Ja, hatten wir auch schon. Das ist also, die letzte Runde. Fuchs. Ja, aber da habe ich nicht drauf geachtet. Das ist wie so ein Elefanten oder was. Das war der letzte Typ, den wir hatten. Ja, den habe ich nicht mal angeschaut. Hey, Digga, dieser Bär ist richtig OP, Digga. Genauso wie bei Bloons für die Mobs. Ja. Gut, verlassen. Nie wieder. Nie wieder. Also wir haben 3380 Gems. Was können wir uns mit Gems holen? Weiß es nicht. Hier sind irgendwelche Dinge. Oh mein Gott, man kann sich Skins holen. Sind das Skins? Ich will mir Skins holen. Wo? Na, da bei der Truhe. Unten rechts. Da. Vorgestellt. Piraten-Doggy. Ich glaube, das sind Skins, ja? Ja. Du kannst hier einfach Booster-Packs. Ich hole mir Booster-Packs. Was machen Booster-Packs? Keine Ahnung. Ich hole mir jetzt ein Christmas. Ach, da kannst du auch Skins rausziehen. Pet. Oder? Das sind, ach so, das sind Power-Ups, die man kaufen kann. Die kannst du dann instant platzieren, die Pets. Ja, das zum Beispiel. Ist so ein Ding, glaube ich. Aber, ja, erstens das und du kannst auch Skins drin ziehen. Da, du kannst einen Santa-Sensenmann drin ziehen, du kannst einen Weihnachts-Ninja drin ziehen. Das sind Skins, okay. Beides, es sind beides. Ich öffne auch 3. Ich habe 3 Booster-Packs jetzt. Ja. Warte, wo kann ich die öffnen? 3 Christmas-Pakete und die kann ich dann bei... Ich habe 3 gekauft, aber wo kann ich die öffnen? Oh, mein Inventar, okay. Das sind wirklich Skins, nice. Doch, du hast ein Inventar, da öffne ich jetzt erstmal meinen ersten Skin. Ich bekomme aus meinem ersten Paket Futz. Oh mein Gott, das ist wie Pokémon-Karten öffnen. Ich bekomme Edelsteine. Oh mein Gott, oh mein Gott. Geschenkt, Doggy. Es ist wirklich wie Pokémon-Karten. Geschenk, Edelsteine. Und als letztes den Weihnachts-Ninja. Geschenk-Doggy. Santa-Sensenmann. Oh. Und Weihnachts-Ninja. Ja, Mann. Ich habe Weihnachts-Ninja. Okay, ich mache weiter. Ja. Ich habe auch Weihnachts-Ninja. Okay, nächstes Christmas-Projekt. Was kriege ich raus? Oh mein Gott, es ist so geil. Okay, let's go. Es ist wirklich so geil. Okay, erste Karte. Edelsteine. 45 Gems. Oh mein Gott, ein Geschenk-Doggy. Oh mein Gott, Geschenk-Doggy. Noch ein Geschenk-Doggy. Geschenk-Kitty. Santa-Sensenmann. Oh mein Gott, ich hab einen Weihnachts-Doggy. Noch ein Santa-Sensenmann. Okay, wie viel von diesen Skins will ich noch haben? Okay, nächstes Pack, okay? Oh, was krieg ich raus, was krieg ich raus? Oh mein Gott, Edelsteine. Okay. Ich bekomme... Oh mein Gott, ich hab eine Mega-Nuke. Ich hab Lebenselixier. Zerstört jede Blase auf dem Bildschirm. Was macht Lebenselixier? 25 Leben plus für uns. Und Santa-Sensenmann nice. Okay. Nochmal. Yeah. Geschenk-Doggy. Oh mein Gott. Geschenk-Doggy. Und Santa-Sensenmann. Yeah. Okay, und dann jetzt noch ein Weihnachts-Ninja. Oh mein Gott, es ist so gut. Ach komm, Digga. Es ist so gut. Ich habe jetzt eine Weihnachtszeuge ausgewählt. Eine Geschenkkatze. Ja. Einen Ninja-Hasen. Eine Weihnachts-Ninja meine ich natürlich. Ja. Und einen Santa-Sensenmann. Habe ich jetzt alle ausgerüstet. Nice. Ich hätte gerne einen Pfefferminz-Kitty. Das ist ja voll geil. Das ist wirklich geil. Das ist wirklich ein geiles Spiel. Du kannst die Skins bei der Schmiede upgraden. Was? Hä? Was? Wo ist für eine Schmiede? Wo ist für eine Schmiede? Lobbys? Shop? Vielleicht beim Shop? Schauen wir mal zum Shop. Lass mal kurz Rewards gehen. Okay, Rewards? Lass kurz Rewards gehen. Wir waren doch nicht bei Rewards. Wir waren nirgendwo. Wir haben einfach nur gespielt. Tägliche Belohnung! Ja! Oh mein Gott, 200 Gems! Oh, ja.
Nehme ich gerne mit. Nice. So, wo ist denn die Schmiede? Und jetzt schauen wir mal zum Shop. Ab zum Shop. Teleport einkaufen. So, ja, da ist die Schmiede, ja. Okay, hier kann ich Geschenkdoggy. Ach, du kannst Geschenkdoggies upgraden, aber du brauchst 15 von dem. Was? Und was passiert dann? Dann, keine Ahnung, dann bekommst du irgendwas Neues. Geil. Du brauchst 16 von denen sogar. Okay, und im Shop kann ich mir die Dinger kaufen, okay. Ja gut, okay, dann nächste Runde, würde ich mal sagen. Nächste Runde. Ne. Level 9, dann können wir die Treasure Cove machen, oh mein Gott. Wir spielen jetzt unsere erste Runde auf schwer. Ja. Mit klassisch. Ja, gut, und sowas von dabei. Let's go, mal gucken, ob wir es überhaupt schaffen werden. Okay, ich würde sagen, wir platzieren erstmal hier, also ich platziere erstmal hier so einen Bombenbär, weil der ist richtig OP. Okay. Der ist wirklich OP. Gut, ich mache... Platziere hier einen Bombenbär. Warte, wie viel Range hat der Bombenbär so? Nee, dann nicht. Warte, der hat ganz okay Range. Abbrechen. So, was nehme ich? Ich will mal die Spinne machen hier. Wir machen mal die Spinne. Die Spinne. Ist auch sehr gut. Die Spinne ist auch sehr gut. Gut. Und jetzt erstmal hier weiter. Oh mein Gott. Oh, ich kann dir auch Geld geben tatsächlich. Hier links. Ich kann dir Spende. Echt? Ja. Spende. Das ist wie bei Blood Tower Defense 6. Das ist voll geil. Ja. So, erstmal. Okay, was mache ich? Schnelle Produktion. Fuchs, ich sag dir so, wie es ist. Ich glaube, das ist der erste wirklich gute Tower Defense in Roblox. Das kann sehr, sehr gut sein. Und das nur, weil er eine Blood Tower Defense 6 Kopie ist. Ja. Das ist so geil. Aber es ist eine gute Kopie. Es gibt viele Spiele, das sind schlechte Kopien. Ja, es ist eben eine gute Kopie, das ist das Ding. Eben. So, was kann ich noch schneller produzieren? Ich hoffe, es gibt auch so Helden wie bei Bloons 6. Ja. Sticknetze, massive Netze, Supernetze, okay. Ich will Supernetze. Ich glaube, dass das obere nice ist, aber ich will einfach Supernetze haben, weil ich wissen will, was das ist. Bruder, was macht meine Spinne? Schau sie dir an. Wumpf! Was hast du bitte geupgradet? Ich habe das hinterher geupgradet. Sticky-Netze und massive Netze. Was? Was? Die hat einfach jetzt so... Was? So Kleberdinger dran. Junge. Was? Das sieht aus wie so Raketen. Ja, das sind einfach Raketen. Was noch, Pets? Was denkst du ja später noch? Oh mein Gott. So, wir brauchen aber noch etwas, was Camo sehen kann. Heißt, ich platziere erstmal gleich, nachdem ich Granatenwerfer gekauft habe, einen Weihnachtsdoggy. Aber dein Bär hat doch auch Camo, oder? Sich? Nö. Doch, der schießt doch gerade auf die Camos. Echt? Ja. Wieso hat er Camo? Weil, keine Ahnung, der hat einen Militärhut. Ich hab nichts mit Camo, oh, doch, habe ich militärische Ausbildung. Ja, siehst du. Lol. Dunkler Held. Wir haben den Ninja Buddy. Wir haben einen dunklen Held freigeschaltet. Was ist ein dunkler Held? Keine Ahnung. Held? Oh, Raketendörfer, langsamer Feuerrate, aber Raketen fügen megas erhöhten Schaden zu. Oh yeah. Sehr, sehr gut. Was bedeutet, ich finde immer, dass der ist kacke. Ich hasse den. Ja. Darauf erstmal massive Netze, Bruder. Digga, du siehst auch so massiv aus. Ja, ich finde, es sieht mega massiv aus einfach. Junge, krass. Digga, was schießt die da bitte? Nein, es ist nicht. Ich bin erstmal hier in den Ninja-Hasen. Ja. Oh mein Gott, wir haben sogar 60 Runden. Wir können mal mehr platzieren, wie nur ein einziges Ding und das mal voll upgraden. Ja, das ist gut. Ich würde sagen, boah. Upgrades, man kann sogar sehen, was die Upgrades machen. Okay, perfekt. Mhm. Ninja-Lehrling, was machst du? So. Gibt's kein Tracking-Enchantment? Wäre komisch, wenn nicht. Gibt's nicht anscheinend, oder? Vielleicht die Sachen, die man upgraden kann, aber so nicht. Schade. So Seeking Shurikens wäre ganz geil eigentlich. Nee, gibt es anscheinend nicht. Da musst du den wirklich so in so einer Ding gut aufstellen. Zum Beispiel hier hinten oder so. Glaube ich, setze meinen. Ja, ja, so hier hin zum Beispiel oder hier hin. Ja, genau dort, wo du meinst, ja. So mit diesen Dingern hier. Ja, so ist er kacke platziert an sich, aber passt schon alles gut. Ja, ja, ich müsste ihn upgraden, dass er halt direkt durchschießt. Der hat noch keine Scharfen, deswegen. Ja, Scharfen Schurken machen eigentlich auch nur, dass du mehr Ebenen machst und nicht durch Leute, sondern nur mehr was Ebenen. Was war dann das, was durchging? Doch eins, das durchgeht, oder? Anders. Es gibt Sachen, also du kannst halt durch Leute durchschießen, das stimmt, aber ich glaube, die bringen nichts anderes. Piercing Shurikens. Ah, Piercing Shurikens ist das. Oh, ist das in der Mitte, oder was? Das ist in der Mitte, ja. Gut, das habe ich nicht gekauft. Ich habe auch noch gar nichts gekauft. Ist, glaube ich, auch besser für mich, ehrlich gesagt. Ja. Ich wollte ihn eigentlich nur jetzt mal zum Demonstrieren, dass man ihn hierhin platzieren könnte, platzieren. Ich will meine Spinne weiter upgraden. Ich will die Supernetze. Gewinne 25% der erhöhte Angriffsschaden oder werde ich geschmolzen. Genau. Ich glaube, ich mache Schmelze. So. So, als nächstes kaufe ich erstmal beim Bomberbär den Raketenwerfer. Oh mein Gott, aber Raketenwerfer. Was ich komisch finde bei den Upgrade-Dingern, vor allem bei den Erklärungen, manche Sachen sind auf Deutsch, manche auf Englisch. Keine Ahnung. Das ist irgendwie nur so halb übersetzt. Also bei mir scheint alles vor. Also bei mir kommt alles mir vor, als ob es auf Deutsch wäre. Ja, aber geh mal auf dein Ninja-Ding und dann auf Piercing Shurikens. Dann muss die Beschreibung, ist glaube ich, dann auf Englisch. Also bei mir ist sie zumindest auf Englisch. Bei mir war die nicht auf Englisch. Okay, sehr komisch. Okay, Roblox Phoenix, okay. Dann ist das wirklich komisch. Wenn ich merke gerade, mein Doggy davor war nicht schlecht. Auf Industry, kannst du unten links das aktivieren und überall sind dann die Spinnnetze. Oh! Also genauso so ein Ding wie bei Blues, ne? Da gibt es auch so eine so eine Fähigkeit, wo du dann auf die gesamte diese Nadel machen kannst. Interessant. Cool, dass es auch solche Sachen gibt. Dann heißt es, es gibt hier auch bestimmt so einen Sniper. Mhm. Irgendwann oder jetzt schon. Ja, nice. Das wird gut. Mhm. So, oh mein Gott. Die kommen tatsächlich weiter, als ich mir erhofft hätte. So, schauen wir erstmal. Der Golden Eimer safe eine Bank, glaube ich auch, ehrlich gesagt. Das kann gut sein, ja. Das kann wirklich gut sein. So, warte, ich brauche noch ganz schnell Geld. Please, Geld. Nö.
nein, wir haben nicht genug Geld. Ich glaube, wir werden die Mobs nicht schaffen, Roblox Felix. Doch, die schaffen wir. Hier, ich will doch nur Raketen verkaufen. Komm, wir schaffen das. Easy. War noch $300. Roblox Felix braucht noch $300. Ja. Für meinen Raketenwerfer. Ich spende alles. Ich brauche immer noch $200. Jetzt brauche ich $100. 150. Ich kann dir nichts geben. Gib mir mehr. Ich habe null Geld. Verkauf deine Pets. Nein, ich verkauf gar nichts. Pets. Nein. Und gib mir das Geld. Ich kann dir überleben. Sonst werden wir sterben, Roblox Felix. Sonst werden wir sterben. Keine Sorge, Bruder. Nie im Leben sterben wir. Wir werden so fett sterben. Überhaupt nicht. Wir werden so fett sterben. Nein, schau mal. Wir werden so fett sterben. Überhaupt nicht. Wir werden so fett sterben. Die sind alle in den Zügen. Wir werden so fett sterben. Guck, wir sind gestorben. Überhaupt kein Problem gewesen. Ich habe Raketenwerfer nicht. Ich habe jetzt Raketenwerfer. Okay, genau, wegen dir. Ja, natürlich wegen mir. Wegen wem sonst? Genau. So, wieder Mobs. Cool. So, was will ich denn als nächstes platzieren eigentlich? Ich glaube, ich platziere als nächstes ein Frostkätzchen. So. Ich glaube tatsächlich, es ist nicht so schlau, dieser Ninja, wo ich ihn gesetzt habe, weil dieses Piercing bringt nicht viel. Eben. Jetzt, wo ich es merke. Wenn du ein Opfer bist. Nein. Ach ja. So, warte, was will ich mir denn, was kann ich denn so machen? Ich muss die Mitte aufleveln, wegen Eiskönig, das weiß ich. Auch Tatsache, manche Sachen sind auf Englisch. Eiskönig zum Beispiel ist auf Englisch. Ja. Die Beschreibung. So. Eine Icebikes zu haben, das wäre auch gut, ne? Icebikes? Ja. Ja, dann spawnen die einfach auf der Map und Leute fliegen dann da durch, die Dinger fliegen dann durch. Das wäre sicher nicht schlecht. Stealth-Blasen, die Stealth-Blasen werden dann zu normalen Blasen, wenn die gedingstet werden. Oh, okay. Ich glaube, ich will mir das doch lieber. Naja, wir haben schon viel gegen Stealth, also Stealth ist jetzt nicht unser größtes Problem, würde ich mal sagen. Ja gut, trotzdem. Weiß ich nicht. Aber Fuchs versteht, verwende die dunklen Künste, um die Reichweite zu erhöhen und gleichzeitig die riesige dunkle Eisspitzen zu beschwören, die große Schaden verursachen. Okay. Das ist auch geil. Das ist auch geil, ja. Das ist obwohl der arktische Sturm ist auch geil. Ich meine, ich krieg dann so eine Fähigkeit, wodurch für 5 Sekunden alle Blasen eingefroren sind. Okay. Das ist auch geil. Das ist auch sagen. Sick. Das ist wirklich geil. Deswegen, ich bin mir nicht sicher. Vielleicht hole ich, ich hole mir Sub 0, ehrlich gesagt, ne? Ich glaube, ich bin auf die falsche Ding gegangen. Bei deiner Spinne, oder was? Ja, ich glaube, ich hätte eher auf giftige Spinnen gehen sollen. Also, ich denke, dass das Beste ist, wenn ich jetzt nochmal drüber nachdenke. Roblox Felix dumm. Nee, das ist einfach mal ausprobieren. Wir probieren uns hier aus. Wir haben den Spaß unseres Lebens. Ja, ich sehe. So. Mit meinen eigenen Augen. Ja, oh mein Gott, und die Mobs sind weg. Jetzt kommen wieder welche. Wirklich weg. Was sind, ist das eigentlich? Was soll das sein? Sind das Hunde? Hundeballons? Ich glaube, es sollen Hundeballons sein. Ich habe keine Ahnung. Ich hole aber den nächsten Bombenbär. Wie viele Runden fehlen uns noch? Ah, 20 Runden noch. Ja, da kommt schon noch einiges auf uns zu. Ja, moin. Ich war gerade auf meinen Dämonen-Doggy. Weil ich sagte dir, der wird rasieren. Der Dämonen-Doggy, ich sag's dir. Wo ist überhaupt der? Da ist ein Doggy. Ja. Ich könnte im Prinzip auch meine Katze hier weiter aufleveln. Ich will aber mal einen zweiten Bären holen. Zur Sicherheit. Weil die Mobs, die kommen schon weit hier. Das ist nicht so gut. Die kommen tatsächlich gut weit, ja. Oh, Regenbogenbloons. Nein. Fuchs, gewinne an Ability that blows up the Track around Bomber Beer. Gewinne. Ja, gewinne. Gewinne. Oh mein Gott. Gewinne. Das sind Eisenbloons. Eisenkaugummi. Ja, das habe ich ja meinen Raketenwerfer. Ja. Ich bin Eisengum. Ja. Nee, warte, nee. Iron Gum. Kaugummi, irgendwas. Iron Gum. Weißt du, was ich meine? Eisenblasen, okay, das fertig ist. Ja. Bestes Spiel, das ist der Bubblegum Tower Defense. Ist mega gut. Bin echt erstaunt davon. Ich hätte nicht gedacht, dass das so gut ist. Oh, ich kennst du eine Flex Bag in Pets unter X? Was ist mit mir? Kennst du eine Flex Bag in Pets unter X? Nein, ich kenne keine Flex Bag. Was ist ein Flex Bag? Typ. Okay, gut. Cringe. Ich finde aber auch gut, dass es nicht so wie bei Bloons ist, dass die Spinnenweben durch Mobs zerstört werden. Das ist ja im Bloons so, das gefällt mir echt nicht. Also ich muss sagen, das Spiel nimmt Bloons, verbessert das in meinen Augen sogar noch und packt es auf Roblox. Es ist unglaublich. Ich würde nicht sagen, dass es verbessert, aber es hat nochmal so einen eigenen Charme. Auch in meiner Hinsicht ist es auf jeden Fall verbessert. Wie gesagt, ne, zum Beispiel in der Hinsicht, dass es einfach nur Mobs machen halt diese Spinnenweben nicht kaputt. Ich finde das so gut. Guck, die fliegen einfach durch, die fliegen einfach drüber. Ja. Was auch ist. So, woher? Die nehmen einfach so, keine Ahnung, die Dorn oder so, oder was auch immer, bei Bloons, dann einfach vor dem Boden schaufeln die so weg oder was der? Ja, die schaufeln die weg. Ja. So, jetzt erstmal wieder Dämonen-Doggy. Oh mein Gott, ich will einen Hölle-Umläufer haben eigentlich. Das wäre geil. Benutzt die Nuke. Leute, ich glaube, ich werde wirklich die letzte Runde einfach die Nuke benutzen. In der letzten Runde. Nee. Doch, werde ich machen. Ich werde die letzte Runde Nuke benutzen. Wir sehen, wie es aussieht. Okay. So, krass. Okay, das sind schon einige Mobs, die da gerade gekommen. Das sind schon ein paar. Ich muss ehrlich sagen, ich finde bei diesem Spiel auch die, Upgrades viel interessanter als zum Beispiel bei Bloons Tower Defense 6 halt, ne? Ich finde die hier viel interessanter. Die Upgrades bei Tower Defense 6 sind gar nicht schlimm oder schlecht. Also, ich sag, schon interessant. Der hier hat einen Raketenwerfer. Das ist schon geil, ja. So, das ist voll nice. Ja. Das Bloons, nee, die haben keinen Raketenwerfer. Die sind cringe. Oh mein Gott, sie haben einfach keinen Raketenwerfer. Cringe. Was soll das, Bloons? So, ich platziere jetzt einen Doggy hier. Was will ich machen eigentlich? Ich weiß es gar nicht. Ich habe gerade
2300 Cash und ich weiß nicht, was ich machen soll damit. Keine Ahnung. Ich habe auch keine Ahnung, was ich machen soll. Ich glaube, ich nehme einfach das mittlere und das obere. Ja. Da kann ich zwar keine Carbon-Blut wegmachen, aber es juckt ja nicht, ne? Mhm. Die Stufe 11 schaffen wir eh bald. Ich weiß nicht, wie teuer das ist. Ich kaufe jetzt einfach mal das hier. So, der neue Ninja. Und dann mit Stufe 11 kann ich am besten noch was machen. War das gerade schon so ein blauer Morph? Hatten wir schon mehrere von denen? Ich weiß nicht. Ich glaube, wir hatten bisher nur diese Standard-Basing, oder? Ja, jetzt gerade war aber ein blauer da. So, weil da sind drei von diesen rausgekommen, von diesen pinken. Echt? Ja. Lol. Und wir haben ihn so sehr zerstört. Das glaubst du gar nicht, wie sehr er zerstört wurde. Mhm. Ich brauche noch 1900 Geld, damit ich mir meine Brüche, meinen Dämonen-Doggy genau kaufen kann. Was macht die überhaupt? Schüsse können die jetzt versteckte Blasen platzen. Stark. Das wollen wir doch alle haben. Erhöhten Schaden wollen wir doch alle haben. Ja. Ja, ich kann nicht genug über dieses Spiel schwärmen, ne? Es ist nicht einfach so eine leere Plattform, wie bei als All-Stars Tower Defense, ich glaube, diesem anderen Tower Defense auch noch. Diesem Anime-Ding. Tower Defense Simulator war es genauso. Das war ja All-Stars Tower Defense, aber Tower Defense Simulator. Okay, keine Ahnung. Ich weiß die ganzen Namen nicht. Ja, bei beiden war das gleiche. Hier ist es ja eingeschlossen, alles mögliche. Es sieht hier schön aus, im Gegensatz zu All-Stars Tower Defense, wo es einfach nur alles kacke aussah. Eindeutig. Muss aber sagen, der Tower Defense Simulator, der sah ganz gut aus, ehrlich gesagt. Siehst du, da ist ein blauer Typ. Aber die Charaktere sind gut aus. Und da sind es drei rausgekommen. Nice. Interessant, wusste ich nicht. Hab ich nicht gesehen. Hm. Ja, aber ja, das ist halt so ein Ding, ne? Keine Ahnung. Es ist echt schade. Dafür aber ist es echt schön, wieder mal so einen Simulator, ich meine Tower Defense zu spielen, der tatsächlich gut ist. Ja, darauf erstmal ein Feuer-Ninja. Oh mein Gott, ein Feuer-Ninja. Ich auch. Langsamere Feuerrate, aber Schuldkind erzeugen beim Aufprall. Feuerexplosion, okay. Die in der Nähe befindliche Blasen beschädigen können. Siehst du, oh mein Gott, der hat gerade gut Schaden gemacht hier. Also ein bisschen. Lol. Also der macht voll eine fette Explosion. Das ist wie ein Raketenwerfer oder ein Schuldkind. Der macht nicht schlecht Schaden. Der kommt nicht von schlechten Eltern. Echt nicht, nein. So, okay, ich weiß, was ich will. Ich weiß, was ich hier will. Oh mein Gott. Geld? Das ist natürlich auch ein. Ich hole mir einen Bomberbär und darauf erstmal fett Detonation. Ich habe jetzt Dynamit, das ich zünden kann. Okay, zünd mal. Warte gleich. Ich muss noch militärische machen. Du willst was passiert? Ich will wissen, was passiert. Okay. Wir warten, bis die kommen und dann zünde ich. Die sind da. Okay, jetzt. Mach jetzt! Das war's. Das war echt lahm. Ja, es ist einfach im ganzen Bereich wird alles sozusagen zerstört. Also ich glaube, normale Bruns werden hauptsächlich zerstört. Mann. Es ist okay. Das war echt lahm. Es war halt schon ein bisschen low, weil es halt nur Morphs da waren. Deswegen. Das war wirklich low. Hätte besser sein können, sagen wir es so. Nur ein bisschen besser, aber nur so ein kleines bisschen besser hätte es sein können. Nächstes Mal dann. Nächstes Mal. Ich dachte, es wird wirklich krass, aber es war einfach so. Puh. Das war's. Ja. Als ob jemand genießt hätte auf der Track. So ziemlich. Weißt du was? Ich platziere. Wir haben ja eh nur noch 4 Runden. Ich glaube, ich krieg nicht 12K innerhalb von 4 Runden. Ja. Deswegen würde ich mal sagen, ich mach mal einen weiteren. Ich meine, eine Spinne meine ich. So. Mhm. Hier hinten hin. Das habe ich auch gemacht. So, was mache ich? Was will ich machen? Ich will das obere haben und das untere. Zweimal unten, einmal oben. Dreimal oben. Ich habe Mitte genommen und oben. Die macht halt Gift. Mhm. Das Ding ist halt, wenn ich. Da habe ich halt Gift, ne? Und Gift ist anscheinend gut. Gift ist, glaube ich, wirklich gut. Also, ich weiß nicht. Gift? Ich habe jetzt auch Gift. Nee, hast du nicht. Du bist cringe. Doch, cringe. Ich habe 2 Spinnen. Und? Warum explodiert das die ganze Zeit? Achso, wegen dem Bomber. Yeah. Wie sehe ich da kein Gift irgendwie, ne? Wie, du siehst kein Gift? Wie sehe ich da kein Gift? Was ist Gift? Ich sehe kein Gift. Das ist kein Gift, Digga. Das ist alles nur Explosion. So kapau. Warte, was ist Gift? Gift ist es? Ich habe ätzend. Ich habe noch keine giftige Spinne. Jetzt habe ich Geld. Jetzt habe ich Gift. Also, ich habe Gift. Jetzt siehst du es bei mir, ne? Ja. Das würde ich mir noch holen. Ich dachte, du hast schon Gift. Nein, ich habe ätzend. Das ist ja fast Gift. Aber ich habe kein Geld. Nein, ich bekomme das Geld nicht mehr, leider. Cringe. Leider nicht mehr. Da ist noch einen weiteren Bomberbär. Oh je. Yeah. Starker Arm und schnell. Obwohl, nee, ich mache diesmal und ich habe jetzt mir größer Blast gekauft. Nice. Da kaufe ich mir Frag-Granate. Darauf erstmal. Boom. Hat sich voll gelohnt, das zu kaufen. Crafter. Ja, Crafter sei schon der Fuchs. Okay, Crafter. So, der Megadrache. Das ist ein Megadrache. Es hat noch mehr gesund als die Kitty Megas. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Haustür aufrüsten. D. Um, Fähigkeit. Okay, D. D machen wir. Oh mein Gott. Und wir sind fast fertig mit dem Megadrachen. Wir haben so sehr rasiert, Bruder. Der Megadrache ist. Warte, haben wir nicht die ganze Zeit. Warte, ist der Megadrache nicht einfach so ein komisches Ding gewesen, das wir eh schon irgendwie mehrfach bekämpft haben? Nein, Megadrache waren schon größeres. Da sind 2 von den Dingern rausgekommen. Ah. Naja. Ja, trotzdem kacke. Ja, so ziemlich. Ja, gut. Ich würde sagen. Nie wieder. Genug Bubblegum the Hour Defense. Und dann würde ich auch sagen, das war's mit dem Stream. Roblox Victor beendet jetzt seinen Stream. Lass gerne ein Like. Nee, ich nicht. Und wir sehen uns dann irgendwann.